Sennerie. Bei der Hitze muss da umgemacht werden. Ach so, hier sind wir. Okay, darum kümmern wir uns gleich. Da gibt es was, scheint es was Neues zu geben. Ich mache eine kurze Teampause. Danach sehen wir uns weiter. Dann geht es hier noch ein bisschen weiter mit der Story. So sieht's aus. Bis gleich. So. Da bin ich wieder live. Ja, komm mal kurz. Dann reden wir gleich weiter. Da gibt es schon was zu bereden. Stamm, Eichenstamm. Eichenstamm brauchen wir am dringendsten. Was gibt's? Glaube ich schief. Dir ist schon bewusst, dass du etwas Besonderes bist, nicht wahr? Oh ja, das weißt du. Und wenn nicht, ist das eine Schande. Genau, wie du durch die Gegend läufst, dich um alle kümmerst, wie du dich um mich kümmerst. Ich hoffe, die sind dir auch alle dankbar. Zeig mir eine Person, die nicht dankbar ist. Und ich werde ein erstes Wörtchen mit dir reden. Nein, aber wirklich, Erznüsschen, du musst stolz sein auf dich und alles, was du hier tust. Du bist mordsgut. Nämlich ist das witzig. Na toll. Noch mehr fragwürdige Gerichte. Niemanden verfüttern können. Sonnenblumen. Kann man mit denen irgendwas anfangen?
hier ist noch ein Fleck. Hier müssen wir noch Schippe mal zu Alberts Werft. Vielleicht können wir da eine weitere Verbesserung kaufen. Was gibt's jetzt schon wieder? Ich habe nachgedacht und weißt du was? Eine Pralinschachtel allein ist bei weitem nicht genug für die Veränderung dieser Klasse. Aber ich weiß genau, was dieses Geschenk vervollständigen würde. Eine schöne Blumenstrauß. Frische leuchtende Rosen. Du weißt zufällig, wo wir welche pflücken können. Im Amber Town Park. Keine Sorge, ich werde dir alles zeigen, wenn wir dort sind. Großartige Idee, eh? Auf jeden Fall eine großartige Idee. Und auch dieses Mal wieder. Sag mir nichts. Es wird eine tolle Überraschung für sie. Aha. Und ein neuer Ort, den wir erkunden können. Taktlos einkaufen. Erstmal zu Alberts und immer weiter. Wir sollten die mal wecken. Da wären wir. Wollstoff brauchen wir dafür. Eine Hermes-Hymne zu machen. Da brauchen wir zwei Seelenblumen für. Macht den Schiff 20% schneller. Warum auch immer wir das brauchen. Steine pulverisieren. Ja, können wir wohl jetzt erstmal noch nicht. Gucken wir später weiter. Ach, verdammt. Ich hab viele fragwürdige Gerichte. Ist immer so wählerisch. Da vielleicht irgendwie Sonnenblumenkerne draus machen. Gebrannte Sonnenblumenkerne. Könnte ich mir ganz lecker vorstellen. Arthur, wecke sich da rum. Du brauchst doch einen Kaffee. Gemeinsam im Bett. Oh je.
Wo sind diese Rosen und sie jetzt? Fahren wir erstmal hier hin. Ein Apfelkuchen. Du bist das. Warum ist denn cool, wenn man den brät, ein fragwürdiges Gericht? Aberton Park. Ist doch hier hinter dieser Grenze, wo wir nicht durchkommen. Warte, ich versuche mal was. Ich komme doch durch den Nebel durch. Ich zweifle es stark, aber. Ich soll das bis hierhin schaffen. Versuch es wert. Ein Ausflug. Ich ergib zu gebratenes. Okay, das haben wir noch. Wir haben das Essen gegeben, wir hätten es ihm geben sollen. Okay, da müssen wir nochmal einkaufen. Oh, ein Obstgarten. Im Museum können wir auch noch hin. Edelsteine sammeln müssen wir auch noch. Natürliches Haus. Das können wir vielleicht jetzt sogar tun. Schreibtisch. Aluminiumbarren. Wir haben noch kein Aluminium. Oh, Glas können wir herum. Kometpulver habe ich keine Ahnung. Aluminiumbarren. Wir müssen erstmal Aluminium irgendwo herbekommen. Jetzt sollten wir da mal gucken. Das herumschwimmende Sachen anschwimmen. Oh, hey Pipsi. Wie weit bist du so? Wie hoch baust du bitte? Sehr hoch inzwischen. Hab dich gar nicht gelesen. Ich war konzentriert aufs Spiel. Ein Charakter haben wir schon verabschiedet. Müssen streamen. Wir haben schon ein paar Streams gemacht im Breitmann 4. So, Spiritfarer. Ist schon ein volles Schiff. Mit einer. Einer schon von uns gegangen. Das war ein sehr emotionaler Abschied. Was haben wir denn hier? Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Das ist das Problem. Zum Abatongarten. Das ist unser nächstes Ziel. Hier werden wir nicht weit kommen. Irgendwann, wenn man halt die ganzen Häuser für die Passagiere bauen muss und wenn man
nach Gärten Schafsställe bauen muss, dann baut man halt. Dann muss man halt in die Höhe bauen. Ja, das gebratene Hühnchen hast du schon verspeist. Das habe ich dir schon gegeben. Ich habe es nicht gegeben, ich habe es dir. Du hast es gegessen. Müssen wir nochmal nach Norden. Ah, das ist Stein im Weg, da kommen wir nicht durch. Stellen wir mal das Fahrzeichen an. Minus 150, 150, ich glaube, da könnte man noch nicht hin. Minus 150, 150. Okay, hier könnte man vielleicht hin, wenn das so hier oben ist. Ich hoffe doch. Da müssen wir als nächstes hin. Oha. Mein Floß ging kaputt und ich habe meine gesamte Ausrüstung verloren. Ich würde meine Schwester besuchen. Sie wohnt auf Wien. Ich weiß nicht einmal mehr wo. Sie lebt in einem schönen kleinen Dorf voller Leute. Dort gibt es Reisfelder, einen Laden und ein großes Monument. Oh bitte, du musst mir helfen. Meine Schwester könnte dir eine Karte oder so etwas zeichnen. Bitte beeil dich. Magst du nicht erstmal an Bord kommen? Okay, dann halt nicht. Dann schwimmen da einfach mal weiter. Treibholz. Ich werde mal hier hoch. Minus 150. Das war ungefähr hier. Hier habe ich das Questlog gefunden. Da müssen wir noch warten, bis wir die Steine durchbrechen können. Gibt es mal drei Edelsteine? Das jetzt regeln. Edelsteine. Ich befürchte, ich habe die alle verkauft. Edelsteine habe ich nicht. Müssen wir welche noch kaufen oder in Minen müssen wir die finden. Nein, Arthur. Oh, verdammt. Dann machen wir es halt. Bringt Geld.
scharf. Ja, verstanden, Kohl kann man hier nur roh essen. Noch nie was von der Kohlroulade gehört. Gieße die Pflanzen im Regen. Wir brauchen einen zweiten Schafsstall. Der Blick von dem Schaf immer. Dann gehen wir mal schlafen. Ja, hier kommen wir noch nicht lang, da müssen wir nochmal. Das Schlimmste klingt, da müssen wir aber noch eine Seele. Müssen wir noch eine Seele loswerden. Das war da lang können. Wir haben lange nicht mehr geangelt. In die Blumen irgendwas. Und kochen können wir es scheinbar nicht. Das, was wir kochen können auf mysteriöse Weise, bringt nichts. Wird dann zu seltsam im Essen. Wir haben lange nicht mehr gefischt. Kalamar. Flasche mit Limps. Auch nicht schlecht. Na komm, dich kriege ich. Kannst dich gern, wie du willst. Ein Aal. Na, das ist mal interessant. Ich
schwarze Tigermakrele. Nein, Atul. Nicht schon wieder. So weiter geht's. Du bist das. Und Umarmung gibt's. Warte, können wir ihr... Wärme kennen. Kristalle, da müssen wir erstmal in den Bergwerk gehen. So Lebensgeschichten. Ich gerade mal ein bisschen was überblättert. Anhalten und durch das selbst angucken. Wo gerät der Fisch raus? Nicht in der Aal. Gut, das ist ja. Skandalös. Hätte ich aber ein bisschen mehr erwartet. Was da mit den Blumen anfangen können, ist mir auch rätselhaft. Deswegen pflanze ich hier mal wieder. Kaffee an. Das ist verteilen Apfelkuchen. Du kriegst Reis. Die Apfelkuchen für dich. Oh je. Was ist denn jetzt passiert? Wir sind durchs Eis gebrochen. Okay, so ist er sein Tier. Und das esse ich nicht, ja, von dann halt nicht. Ich hoffe, wir sind doch richtig dort oben. Schluck Wasser nehmen. Trinken ist wichtig. Noch um Baby geangelt. Ein Saibling. Okay. Das hatten wir noch gar nicht. Wird wieder nur zu Fisch. Das ist so ein bisschen enttäuschend dann. Hummer, oha. Na wehe, das wird zu Fisch und Meeresfrüchte. Da will ich ja ein schönes Hummermenü haben.
Gucken, wie wir das kochen. Verdammt. Was haben wir hier? Oha, ein Garnelencocktail. Ah, Susans Museum entdeckt. Na, da wollten wir hin. So wie aus dem Hummer wird nichts. Und da jetzt Schalentier, Teller und so weiter rauskommt, da. Und da rebelliere ich hier. Wer von euch wollte jetzt hier diese Besuch machen? Bin jetzt gespannt auf die Nummer. Die Zeit nehmen wir uns. Schön, dass die Commands heute funktionieren. Nein, funktioniert nicht. Das ist fantastisch. Bot macht wieder 1A-Leistung. Tut seine Arbeit. Guck mal. Grimial. Das ist fantastisch.